Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Facebook Live. Wenn jemand da ist, dann sagt es mir doch, wo man mich sieht und hört. Hallo, hallo. Wer ist denn schon da? Hier steht schon der Lostopf. Und wir ziehen dann im Anschluss die Gewinner vom Einzelclearing. Wenn jemand da ist, sagt es mal, ob mich gut sieht und gut hört. Facebook wollte mich schon wieder nicht live gehen lassen. Sowas. Aber habe es einfach nochmal probiert. Hello, hello. Kann man mich gut sehen und hören, liebes Auge? Wer ist denn da? Ich hoffe, ihr könnt die Kommentare sehen. Zoom wollte gerade noch ein Update von mir, also ich hoffe, ich bin gut sehbar und hörbar. Yes, hallo, liebe Marlies, wie schön, dass du da bist. Sehr, sehr gut. Ja, was habe ich denn mitgebracht? Wie ist es in deinem Leben? Hast du das, was du gerne hättest? Hallo, liebe Christine, huscht's mal alle rein. Ich habe meinen Lostopf vorbereitet. Da werden wir dann in Anschluss ziehen, die drei Gewinner. Ich würde total gerne schenken, von Herzen schenken. Einfach weil er euch beitragen will, dass ihr auch in eure Freiheit kommt. Und wie ist das denn bei dir? Hast du das, was du gerne hättest? Hast du das Leben, das du gerne hättest? Und ich kann wahrnehmen, dass das sehr viele Menschen nicht haben. Und ich kann auch wahrnehmen, dass viele Menschen dieses bewusste Erschaffen nicht wirklich verstanden haben. Und was, wenn die Freiheit die Grundlage unseres Lebens ist und absolute Freude der Sinn dieses Lebens und absolutes Wachstum das Ergebnis? Ja, ich habe dich noch gesehen, liebe Christine. Du bist auch im Lostopf. Natürlich, habe ich nur dazu geschrieben. Und was wäre, wenn du nicht mehr kontrolliert bist von menschlichen Gesetzen? Wie wäre das für dich? Welcher Raum, welche Energie, welches Bewusstsein könntest du mit deinem Körper sein, um jetzt hier diese Worte einfach zu empfangen? Und was, wenn du nicht mehr bereit bist, hier bei diesen menschlichen Gesetzen mitzumachen? Was, wenn du nicht mehr bereit bist, hier mitzumachen, sondern hier dein Ding machst? Und auch die Dinge dann empfängst, die Gott für dich bereitgestellt hast. Und immer mehr eintauchst in diese Welt der Möglichkeiten. In die Möglichkeiten, die für dich bereitstehen. Hallo Sabine, hallo liebe Gabriele, schön, dass ihr da seid. Und schau einfach mal in deinem Leben. Hast du das erreicht, was du wolltest? Und wenn du Ziele hast, kannst du die dann mit Leichtigkeit erreichen? Und was, wenn alles schon unsichtbar da ist? Was, wenn wir uns es einfach nehmen müssten? Und schau einfach, welche Energie magst du jetzt sein? Hallo, liebe Karin. Und was, wenn in der Gegenwart deine Macht liegt, weil du ein geborenes Schöpferwesen bist und so viele machen bestimmte Fehler beim Manifestieren, auch wenn es richtig und falsch nicht wirklich gibt. Aber mach einfach einmal Resümee und schau, wie ist es bei dir im Leben? Und dazu startet morgen ein Minikurs, in dem ich euch zeige, wie ich manifestiere und wie ich es geschafft habe, in einem halben Jahr sechsstellige Umsätze zu machen. Und ich habe mir das nie vorstellen können. Ich habe immer gemeint, das ist nur bestimmten Menschen vorbehalten, weil ich das mit Manifestieren und Kreieren nicht kapiert habe oder es war mir einfach nicht so bewusst. Und ich habe vor einem Jahr meinen ersten Minikurs ausgeschrieben. Oh mein Gott, ich war so aufgeregt. Ich habe nicht genau gewusst, ob ich das alles schaffe oder was ich den Menschen erzählen soll. Und was soll ich sagen? Was für ein grandioses Jahr. Ich habe mittlerweile vier Programme erschaffen und all diese Programme bringen dich in deine persönliche Freiheit, weil du lernst, bewusst zu erschaffen. Und das ist, was die meisten Menschen nicht tun.
Die meisten Menschen schenken diesen menschlichen Gesetzen die meiste Aufmerksamkeit und die erzählen dir halt, was für dich alles nicht geht. Und ich habe dann den Minikurs gemacht und dann wollte ein Programm entwickelt werden. Und viele sind dann in dieses Programm gehüpft und ich anerkenne und ich feiere meine Holistic Healer, die jetzt da mit mir diesen Weg gehen. Wir alle tragen damit bei, dass jetzt Bewusstheit in diese Welt kommt, weil das ist das, was die Erde jetzt braucht. Und Bewusstsein ist das eine Ding, das alles ändert und nichts bewertet. Und darum geht es. Wir sind hier in einem Bewertungskonstrukt. Und wenn du wirklich, wirklich frei werden willst, dann brauchst du geistige Werkzeuge, die dich immer und immer wieder rausholen aus dem Eingeklemmtsein hier in diesem Konstrukt. Weil wenn du Veränderung für dich wählst, so wie ich, Online-Business zu starten, da wird es immer Menschen geben, die dir das ausreden wollen. Und die haben mich einfach nicht stoppen lassen. Und schaut, es war auch bei mir möglich. Und ich habe in einem halben Jahr jetzt da wirklich sechsstellige Umsätze mir kreiert. Ich habe mir das nie vorstellen können und ich hätte das nicht geschafft ohne geistige Werkzeuge und einfach immer dranbleiben und immer wieder bewusst wählen. Und schau mal bei dir, wie ist das bei dir mit deinen Wahlen? Hallo, ihr Lieben alle, die ihr da noch reinhuscht. Wie bewusst meinst du, dass du wählst? Und die kann auch einfach zeigen, dass auch für dich oder für euch alles möglich ist. Alles. Und alle, die mich nicht kennen. Ich bin Cornelia, ich wohne in Tirol, bin seit meiner Kindheit sichtig und ich sehe einfach, was in den Menschen vorgeht. Und ich sehe auch das, was du bist. Du bist ein unendliches Schöpferwesen und diese ganze Bewusstheit, die du eigentlich mitbringst, liegt unter deinen ganzen Ansichten, die sie uns da draufklatschen wie begraben. Und das gilt es wieder hervorzuholen, diese ganzen Ansichten abzulegen. Und die meisten Menschen wissen nicht mal, dass sie Ansichten haben und dass die Ansichten zumeist nicht von ihnen sind. Hallo, ihr Lieben alle. Ja, genau. Und ich habe dann im Februar, also heuer im Februar, am 2.2.22, habe ich mit dem Programm Holistic Healer begonnen. Und ich liebte es, Menschen in ihre Größe und in ihre Freiheit zu begleiten. Und bald war dann der Impuls da, ein Jahresprogramm zu kreieren. Und da schenke ich euch übrigens 5.555 € aktuell. Und das beinhaltet den Holistic Healer, also geistiges Heilen und geistiges Heilen für Wohnräume, weil auch unsere Wohnräume haben Energiefelder, ein Raum hat eine Aura und auch da kann man mit geistigen Werkzeugen sehr, sehr, sehr viel Gutes tun. Hallo liebe Bianca, wie schön, dass du auch da bist. Und ich kombiniere da Aura Healing mit Feng Shui und Geomantie. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und alle, die da eintauchen wollen, können sich bei mir melden. Ich gebe auch alle Infos, die ihr braucht. Und ich schaue einfach immer bei dir, was bei dir gerade los ist, ob das Programm denn überhaupt für dich ist. Und ich bin da sehr klar, bin da sehr nüchtern und ja, melde dich einfach bei mir. Und all dieses Wissen, was ich euch vermittle, ihr dürft es weitergeben. Ihr könnt euch auch damit ein Business aufbauen. Es braucht jetzt Menschen, die andere Menschen erinnern, dass sie wählen können. Es gibt Menschen, die wählen den Tod, weil sie nicht wissen, dass sie wählen können. Und ganz egal, wie sie das wählen, auch eine Krankheit kann das sein. Und aus diesem ist dann der Pegasus entstanden. Das ist ein Business-Programm, wo ich dir einfach zeige, wie ich es gemacht habe, um sechsstellige Umsätze zu machen. Und ich weiß, es ist für uns alles möglich. Und du kannst das auch. Und Menschen brauchen jetzt dein Bewusstsein und jemanden, der sie wirklich rausholt aus diesem Eingeklemmtsein. Und dafür bin ich gekommen. Das hat mir die geistige Welt genauso gesagt. Also schau mal in deinem Leben, wo du vielleicht wie programmiert bist, wo du auf Autopilot funktionierst und ist es überhaupt deins? Und
Schau einmal, ob du durch Traumaheilung, durch innere Kindheilung oder durch Problemlösung weitergekommen bist. Wahrheit. Bist du mit unbewusstem Denken weitergekommen? Wahrheit. Also kommt's in den Minikurs, der geht wirklich 3 Wochen intensiv. Hör nicht auf deinen Kopf, sondern geht's immer in die Wahrnehmung. Euer Kopf wird euch immer und immer wieder eine Geschichte erzählen, warum etwas für dich nicht geht. Geht's in die Frage, was kreiert mir dieser Kurs in 5, 50 oder 500 Jahren? Und was, wenn genau du jetzt hier diesen Unterschied machen kannst? Was, wenn es genau dich braucht? Und was, wenn dich diese Kurse dahin bringen, wo du hin willst? Hätte ich auf meinen Kopf gehört, dann würde ich immer noch meinem Brotjob nachgehen. Also was mir die Menschen alles versucht haben einzureden, dass man in Zeiten vor Corona doch kein Online-Business aufbauen kann. Ich habe wirklich einen super Job gehabt, wenn man es aus menschlicher Sicht betrachtet. Ich war im öffentlichen Dienst. Ich habe überdurchschnittlich verdient, ja, aber ich habe das Gegenteil bewiesen. Ich habe das Gegenteil bewiesen, dass wenn man wirklich der Energie und seinen Impulsen folgt, dass man einfach alles schaffen kann. Und ich habe es geschafft und du kannst das auch. Ich bin dem gefolgt, was mir meine Führung aufgezeigt hat. Und da kommst du hin durch Fragen stellen. Fragen kreieren immer Möglichkeiten. Und ich wollte immer frei sein. Ich wollte einfach immer mir das einteilen, wie ich das will. Und heute nehme ich meinen Laptop und ich kann von überall aus einfach Menschen in ihre Freiheit begleiten. Und was, wenn du das wählen kannst? Was, wenn du wählen darfst? Also kannst du auch gerne ein kostenloses Gespräch buchen. Und dann schauen wir einfach, ganz egal, wo du gerade stehst. Ich weiß einfach, dass alles veränderbar ist. Ich war vor Jahren an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mich auch fast entschieden hätte, den Tod zu wählen. Und das muss nicht sein. Wir dürfen leben, bevor wir hier gehen. Und wir dürfen das leben, was wir wollen. Und das kann man. Und ich kann dir diese Möglichkeiten aufzeigen. Ich bin sichtig. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das bedeutet. Ich habe einfach meine Hellsinne aktiviert. Und die brauche ich auch beim Wohnraumclearing. Dann kann ich auch Dinge riechen, ich kann Dinge sehen, ich kann Dinge fühlen. Du kannst das auch. Und wir sind mit diesen Hellsinnen alle ausgestattet. Nur ist das Problem, dass das halt hier nicht gewünscht ist, dass wir bewusst sind. Und nimm einfach wahr, was macht es mit deinem Körper? Nimm wahr und folge der Energie. Tu das, was dir als Handlungsimpuls kommt. Und wenn das noch so was Schräges ist, folg den Impulsen und du wirst sehen, das kreiert dir dann was und glaub den Geschichten im Kopf nicht mehr. Das wird dich immer und immer in deiner Komfortzone bleiben lassen. Und wie ist das bei dir? Schreib's mal rein. Hast du mit Denken das erreicht, was du wolltest? Und dein Verstand, der will dich schützen. Und das wird dir nichts bringen. Und gibt es denn Emotionen wie Angst oder Zweifel keinen Raum? Das sind Ablenkungen und die werden dich immer und immer klein halten wollen. Da gibt es Energien, die uns einfach nicht beitragen. Und wie ist es bei dir, wenn du ein Ziel hast? Wenn du zum Beispiel ein neues Haus möchtest? Die Marlies schreibt, nein, yes, Marlies ist auch ein Holistic Healer. Ich feiere dich, dass du gehüpft bist. Oder wenn du den Beruf wechseln willst, wie machst du das dann? Wie kreierst du? Wie meinst du, dass es für dich möglich wird? Schreib mal rein, mach's mal mit. Wie machst du das? Und wie lange bleibst du dran? Denkst du dir dann, ach Gott, das Universum hört mich eh nicht und storniert deine Wahl wieder? Und viele Menschen, die halten dann dieses Haus oder diesen Job für das Objekt der Schöpfung, also für das, was sie erschaffen. Aber in Wirklichkeit ist das Objekt deiner Schöpfung immer dein eigenes Sein. Und das verstehen so viele Menschen nicht. Und das klingt jetzt wie abgehoben, aber es geht immer um die Energie, die du bist, weil das Universum auch deine Energie liest.
Christine schreibt, momentan funktionieren die Ablenkungsimplantate noch ziemlich gut, aber nicht mehr ganz so stark wie schon. Okay. Ja, welche Frage könntest du stellen, liebe Christine? Welche Frage könntest du stellen, dass du diesen Ablenkungen einfach keinen Wert mehr gibst? Welcher Raum, welche Energie, welches Bewusstsein kann ich sein, um Raum, Energie und Bewusstsein zu sein? Das kommt mir jetzt gerade spontan. Und immer wieder, ihr könnt in alles einfach durch Intention Bewusstsein einfließen lassen. Da muss man nicht wissen, wie das geht. Einfach machen. Barrieren senken, ausdehnen. Also die Barrieren sind die ganzen Ansichten, die wir hegen und pflegen. Und einfach euer Befehl, das reicht. Barrieren senken und dir vorstellen, wie diese Ansichten runterrauschen und dein unendliches Sein ausdehnen und dann in die Frage gehen. Und das Wie das kommen soll, das muss dich nicht wirklich interessieren. Es kommt dann ein Impuls in dir und diesem sollte man folgen. Das wäre das große Geheimnis. Und das machen viele Menschen nicht. Also du selbst bist das Objekt des Erschaffens. Du bist das. Und dein Seins und dein Gemütszustand, der entscheidet dann, was du bekommst. Also deine Energie. Deine Energie, die du bist, die entscheidet, was du bekommst. Und schaut einfach einmal in eurem Leben, wie das ist, wenn ihr was wollt. Oder nehmt einmal einen Moment, wo ihr total in dieser Freude und in dieser Leichtigkeit wart und macht das dann groß und fragt immer, welche Energie kann ich sein, dass XY in mein Leben kommt? Und in Aura Healing fragen wir eben immer nach der Energie, die wir sein können, weil wir sind eigentlich Energiehersteller. Wir produzieren die ganze Zeit Energie und du entscheidest, welche du herstellen magst. Und das erreicht man über Fragen. Und so wirst du der Schöpfer deines eigenen Selbstes. So entscheidest du, was sich in deinem Leben zeigt. Und deine Ansichten, die kreieren dir das. Es ist nicht umgekehrt. Deine Ansichten, so wie du in die Welt schaust, so schaut sie zurück. Und es geht hier immer um Erschaffen. Und auch du bist ein Schöpfer. Ein Schöpfer, der seine Gedanken dazu benutzt, die Energie herzustellen, die er sein will. Und das machen viele unbewusst. Und sie folgen dann den Impulsen nicht. Sie erkennen das nicht und das hat mir früher niemand gesagt, dass das so geht und das funktioniert. Und ihr seid der Schöpfer eurer Energie, ihr könnt das wählen und ihr könnt dieses Erschaffen niemals auf Eis legen, das funktioniert nicht. Ihr erschafft es auch jetzt in diesem Moment, wo ihr mir lauscht. Und dieses unbewusste Erschaffen und Schöpfen, das ist halt das Leid dieser Welt, weil sie nicht in dieses Bewusstsein hineinwachsen oder wachsen wollen oder wie auch immer. Du bist der Schöpfer deines Seins. Und das ist halt wie so eine Abenteuerreise hier auf dieser Welt. Und du bist ein Schöpfer, der sich einfach entschieden hat, jetzt hier mit diesem Körper hier zu sein. Und wir brauchen diesen Körper, weil dieser Körper uns diese Dinge anzieht. Und in Aura Healing zeige ich euch das, wie ihr einfach wieder in diesen liebevollen Bund kommt mit eurem Körper. Wie ihr einfach bewusst erschafft. Oder ihr kommt morgen in den Minikurs. Da geht es um dieses Manifestieren. Und ich schenke euch auch da jedem ein Einzel mit mir und eine energetische Wohnraumreinigung. Und das hat es noch nie gegeben. Das sind Dinge, die entstehen, wenn ich Fragen stelle. Ich frage immer, wie ich den Menschen beitragen kann. Mein vorderstes Ziel ist, euch beizutragen, euch voranzubringen, euch zu erinnern, dass auch ihr schöpfen und schaffen könnt, alles, was ihr wollt. Und das ist vielen nicht bewusst. Für viele klingt es total arrogant oder hochnäsig oder eingebildet. Und das sind einfach Ansichten. Das sind Dinge, die wir gelernt haben. Und alles, was du bewertest, und immer wenn du in die Bewertung fällst, dann trennst du dich vom Empfangen.
Jede Bewertung ist wie ein Schnitt oder eine Verletzung in deiner Aura und es verhindert, dass alles zu dir kommen kann. Und nimm einfach wahr, bewerte nicht, sondern senk immer wieder deine Barrieren, auch wenn dich das jetzt triggert, was ich da sage. Und geh in die Wahrnehmung, das kannst du wählen. Sag einfach nein, ich tue jetzt nicht mehr bewerten, ich will jetzt einfach wissen, Universum, wie geht es mit Wahrnehmen? Universum, was ist dieses Bewusstsein? Von was redet die da? Und immer wieder in der Frage sein und immer wieder deinen Impulsen folgen und dich immer wieder anerkennen für alles, was du schon erschaffen hast. Und auch wenn du dich anerkennst für Dinge, die du noch gerne hättest, so wird es mehr. Das ehrt deinen Gott in dir. Und wie viel mehr anerkennen könntest du dich für deine Kreationen? Und was meinst du, würde dir das mehr bringen? Und ja, die Menschen oder wir werden da einfach so erzogen, alles einzustufen, alles einzuteilen, in gut, in schlecht, positiv, negativ. Und was, wenn du nicht mehr mitmachst? Was, wenn du dich bewusst entscheidest, für dich zu erschaffen, an jedem Tag deines Lebens? Du kannst es jeden Tag morgens wählen. Und nimm mal wahr, unsere Grundschwingung. Oder wenn du wahrnimmst, dass wir ohne Körper einfach Frequenz sind. Wir sind ein Lichtwesen, ein Energiewesen und dann sind wir Freude und Leichtigkeit. Und das ist unsere Grundschwingung, mit der sind wir hergekommen. Und wann immer du dich schwer, traurig, zornig, wütend fühlst, dann gehört dir das nicht. Das sind abgekaufte Energiefelder und das kann man in der Aura sehen. Und da braucht ihr einfach geistige Werkzeuge, die euch da rausholen. Also ich hätte es nicht anders geschafft. Ich habe mir einfach immer wieder bereit erklärt, Fragen zu stellen und diese Werkzeuge anzuwenden. Und seid euch einfach bewusst, dass ihr immer erschafft. Ihr könnt es nicht abstellen. Die Frage ist halt, wie bewusst. Und das ist nichts, was du später tun kannst oder drauf hoffen kannst, sondern du kreierst auch jetzt in diesem Moment, in jedem Augenblick. Und was macht es mit dir, wenn du diesen Worten lauschst? Was macht dein Körper? Und wir Holistic Healer, wir nehmen immer wahr, was unser Körper macht, ob es in uns eng oder weit wird. Und alles, was eng ist, was sich einfach scheiße anfühlt, das gilt es einfach zu verändern und du kannst das verändern, wenn du weißt, wie. Wir stellen dann Fragen, wir verwenden unsere Werkzeuge. Und wie ist das bei dir? Was machst du, wenn es dir nicht gut geht? Gehst du dann auf Problemsuche? Gehst du dem Übel an die Wurzel? Und was bringt dir das? Kreiert dir das mehr von dem, was du gerne hättest? Bleibst du dann tagelang da drinnen stecken und tust das Problemchen noch aufs Trönchen hieven und tanzt drumherum? Wie machst du das? Wahrheit. Und ich will euch nicht falsch machen, auf gar keinen Fall. Ich will euch das aufzeigen. Wir haben das nämlich so gelernt. Wir haben gelernt, dass man Probleme lösen muss. Wir haben gelernt, dass wir unsere Kindheit aufarbeiten müssen oder was auch immer. Und was, wenn das nichts bringt? Was, wenn diese ganze Traumaheilung dir nichts bringt, die ganzen Blockadenlöserei, das ist alles Schnickschnack. Das bringt dich nicht dahin, wo du hin willst. Was, wenn ich das sehen kann? Was, wenn ich mir das nicht aus den Fingern sauge? Und ich habe einfach viel Erfahrung auch mit Menschen in Einzelcoachings und die sind schneller da, wo sie hinwollen, wenn man ihnen Möglichkeiten aufzeigt. Wenn man ihnen nichts überstülpt, ich werde euch nie was überstülpen, ich werde nie sagen, so und so hat es zu gehen für dich, sondern ich eröffne dir Möglichkeiten, weil ich in deiner Aura das sehen kann. Und du kannst das auch, wir alle können das. Und was, wenn du das dir einfach wieder aneignest, hinzufügst? Was, wenn du das wählen kannst, auch deine Hellsinne wieder zu aktivieren und so diesen Menschen hier beizutragen und ihr müsst euch vorstellen, in weiterer Folge dient ihr damit auch dem großen Ganzen, dem Kollektiv, denn darum geht's jetzt. Wir wollen doch weiterkommen.
Wir wollen doch vorangehen, wir wollen doch aufsteigen und wir können das entscheiden, wie schnell das geht. Und ich meine das nicht böse, aber viele Menschen sind in einem komatösen Tiefschlaf, die nehmen das nicht wahr. Die verfallen in diesen Bewertungskonstrukt, die glauben alles anderen und ich glaube einfach nichts mehr, niemandem. Ich gehe das immer für mich überprüfen, ob das für mich die Wahrheit ist. Und das kannst du auch mit Fragen stellen. Will ich das wirklich glauben? Ist das meine Wahrheit? Und es geht so, so schnell, dass man sich in fremde Energiefelder einkauft. Es geht so schnell. Und da brauchst du entweder einen Coach an der Hand, der dir hilft, oder eben, dass du dir diese geistigen Werkzeuge aneignest. Sonst wird es ein ewiger Teufelskreis bleiben. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich war auch in diesem Teufelskreis. Also, wie manifestierst du? Aus welcher Energie heraus erschaffst du? Nimm das einmal wahr. Die meisten Menschen erschaffen aus der Energie des Mangels. Und das ist ihnen nicht bewusst. Also wenn du gerade krank bist und nach Gesundheit fragst, ist deine Grundenergie Krankheit und Mangel und Abwesenheit von Gesundheit. Und es wird dir immer mehr an Krankheit bringen. Das bringt nichts, wenn du das gerade, also nach dem Gegenteil zu fragen, das bringt nichts. Und da gibt es einfach so bestimmte Dinge, die man beachten darf, wenn man bewusst erschaffen will. Das kannst du bei mir lernen. Und bucht euch ein Gespräch, schreibt es mir, kommt morgen in den Minikurs, der kostet 111 Euro, das ist keine Rieseninvestition, aber was, wenn dich diese 3 Wochen schon weiterbringen können, weil ich dir Möglichkeiten aufzeige. Wenn ich dir einfach diesen Raum gewähre, in dem du wählen darfst, wie wäre das? Und stell dir vor oder geh in die Wahrnehmung, dass andere Menschen uns nachahmen, ob bewusst oder unbewusst. Und was hättest du gern, was dir andere nachahmen? Und ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, dass andere Menschen mir das Nachahmen mitwählen können, mit Möglichkeiten haben und dadurch frei werden, raus aus dieser einengenden, einsperrenden Matrix. Das ist hier mein Auftrag. Und da würde ich dich gerne mitnehmen. Und ihr dürft euch einfach einlassen auf diese Reise, wenn ihr das wollt. Okay, also, deine Gedanken, deine Worte, wenn die nicht in Schwingungsharmonie mit deinem Wunsch sind, dann kann das Universum nicht liefern. Das heißt, wenn du in der Energie des Mangels bist und dir Geld wünschst, dann wird es nie kommen. Du produzierst tagtäglich noch mehr Mangel. Und da muss man einfach schauen, wie man das drehen kann und wie man da die Fragen stellen kann. Und viele Menschen, die glauben viel mehr diesen ganzen Ablenkungen. Und Ablenkungen sind Zweifel, Angst, Wut. Und dann kommt immer mehr davon. Immer mehr Angst, immer mehr Zweifel. Also schau, welche Energie du sein möchtest und kreier dann aus dieser Energie heraus. Ihr Lieben,